Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Zwar etwas verspätet, aber heute kommt das Video zu den Weihnachtsgeschenken von meiner kleinen Tochter. Lia ist jetzt fast 2 Jahre alt und das war ihr zweites Weihnachten. Und ich wollte euch jetzt heute mal ihre Geschenke zeigen. Ich habe nicht alles hier hingestellt, denn mit einigen Sachen spielt sie natürlich schon. Die blende ich euch aber jeweils immer ein. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach direkt los. Viel Spaß! Ja, von uns Eltern, also von mir und meinem Partner, gab es eine Kinderküche. Die haben wir selber aufgepimpt und da habe ich euch auch ein Video zu gemacht. Das verlinke ich euch mal hier oben, dann könnt ihr da nochmal vorbeischauen. Wir haben sie jetzt noch so ein bisschen verändert, denn wir haben noch Fliesen hinten dran gemacht. Und genau, jetzt sieht das Ganze noch viel, viel schöner aus und ich finde, das ja, passt jetzt noch ein bisschen besser. Aber diese Küche hat sie eben von uns beiden bekommen. Und genau, die haben wir, wie gesagt, so ein bisschen selber aufgepimpt, weil die normale von IKEA hat mir einfach nicht so gefallen und ich wollte so ein bisschen was Einzigartiges, Mädchenhaftes. Dementsprechend hat sich ihr ganzes Weihnachten um diese Küche gedreht und sie hat super viel Zubehör bekommen. Unter anderem eine Rührmaschine zum Backen von Oma und Opa, von ja, meinem Freund. Und damit spielt sie so, so gerne. Sie liebt es da, Obst und Gemüse reinzumachen und dann obendran zu rühren. Das ist total ihr Ding. Sie liebt das Teil. Dann hat sie auch ganz, ganz viel Obst und Gemüse bekommen, was sie mit einem Messer zerschneiden muss, mit Brettchen und ganz verschiedenes Obst und Gemüse. Und sie liebt es, dieses Obst und Gemüse klein zu schneiden. Also ich habe mir schon gedacht, das ist bestimmt das perfekte Geschenk. Aber dass sie so darauf abfährt, hätte ich niemals gedacht. Aber sie liebt es und sie macht es täglich und sie beschäftigt sich damit Stunden und schneidet da und macht das in verschiedene Töpfe und alles. Also mega, mega süß. Dann gab es auch für die Küche ein Salatset und zwar von ihrer Großtante. Das besteht einmal hier aus dieser Schüssel, aus so typisch Salatbesteck. Dann ist dabei gewesen einmal Olivenöl und Essig in so kleinen Holzfläschchen, auch mega süß. Und das ist so toll, wie sie damit spielt, weil sie tut es halt auch wirklich da rein. Das ist so goldig. Und dann einmal so ein Pfefferstreuer und eine Salzstreuer. Und dann natürlich Salat, das heißt Gurkenscheiben, eine Avocado, eine Tomate und natürlich Salatblätter, auch richtig, richtig süß, Zwiebeln und Pilze. Also so richtig viel Salat eben und damit spielt die Kleine so gerne. Sie manscht das alles zusammen und tut es auch in den Mixer und macht dann Pfeffer und Salz rein. Mega süß, also auch eine mega, mega schöne Geschenkidee. Von der Uroma gab es dann nochmal ein Topf- bzw. Pfannenset. Und zwar hier einmal mit dieser Pfanne, auch richtig süß, so in Rot. Dann diesen Topf hier noch dazu, so ein typischer Topf mit Deckel. Und dann war da auch noch bei einmal ein Kochlöffel und einen Pfannenwender. Von meiner kleinen Schwester gab es ebenfalls noch ein Topfset und da waren mehrere kleine Töpfe dabei. Das findet Lia auch richtig toll, weil ja, sie kocht einfach mit ganz vielen verschiedenen Töpfen, kocht sie ganz viele verschiedene Sachen. Außerdem gab es von meiner Mutter noch eine Pizza, die man auch schneiden kann und wo sie auch Belag drauf machen kann. Und es gab auch noch einen Toaster, da steckt sie auch immer das Toast rein und das kann man auch an der Seite dann wieder rausholen, das Toast. Das ist auch mega süß. Und noch eine Kaffeemaschine, die darf natürlich auch in keiner Kinderküche fehlen. Und die hat sogar oben so ein kleines Fach, um einen Tab reinzumachen. Also es ist so eine Tab-Maschine, richtig süß mit einer Tasse und alles. Und da spielt Lia auch richtig viel mit und sie bringt uns Eltern dann immer den Kaffee vorbei. Dann gab es von meiner großen Schwester einmal dieses Duplo-Set hier. Und zwar sieht das so aus. Da kann man super viele verschiedene Sachen mitmachen. Erstmal sind die Farben super schön. Das ist nämlich so ein bisschen pastellmäßig. Also rosa, blau, rot, grün. Und dann aber nicht so typisch, sondern halt eben so ein bisschen pastellfarben. Und da seht ihr, hier kann man verschiedene Sachen mitmachen. Richtig, richtig schön. Und
Genau, das liebte Lia auch total. Sie hat da mit Opa an Weihnachten super lang mitgespielt und fand es total toll. Und ich habe mir das auch für die Kleine gewünscht, weil ich dachte, das passt einfach total gut zu ihr. Und das würde einfach total gut passen. Und man sieht, es kommt super an. Dann gab es noch einmal eine Leggings von meiner großen Schwester. Und zwar ist das so eine Thermo-Leggings, auch richtig süß, in 86,92, also für jetzt perfekt. Und die kommt von Lidl. Und hinten hat die so zwei Taschen. Eine richtig, richtig süße kleine Leggings. Und von meinem Bruder gab es dann noch dieses süße Pulloverkleidchen mit Tom und Jerry drauf. Auch richtig süß, es ist auch in 92 für jetzt. Es ist halt eben so ein etwas längerer Pullover. Auch total goldig, dass er an die Kleine gedacht hat. Ja, und dann war es das auch schon. Es war eigentlich nicht so viel zum Glück, denn ja, wir haben echt super viel Spielzeug und wir müssen uns da echt so ein bisschen runterschrauben. Erst recht die Familie muss sich runterschrauben, weil ja, es gibt einfach so viele schöne Sachen für das Alter jetzt, aber man kann halt auch nicht alles haben. Also Lia muss sich da auch so ein bisschen eingrenzen und halt, und wir müssen als Eltern halt schauen, okay, mit was kann sie jetzt spielen, was räumen wir weg, und ja, also wir müssen da einfach so ein bisschen umgehen können mit. Das finde ich jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt ziemlich schwierig, aber da ja, grooven wir uns gerade ein. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und vielleicht sind ja auch ein paar Ideen für den nächsten Kindergeburtstag dabei. Also wie gesagt, meine Maus ist jetzt 21 Monate alt. Und jetzt passt das gerade so einfach perfekt. Ich hoffe, euch hat dieses Video, wie gesagt, gefallen. Wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was eure Mäuse zu Weihnachten bekommen haben. Am besten mit dem Alter dazu, denn meine Maus hat in 3 Monaten schon wieder Geburtstag und wir wissen noch gar nicht, was wir ihr schenken sollen. Schreibt mir dementsprechend also gerne einmal in die Kommentare, was ihr da so für Ideen habt. Und dann wünsche ich euch einfach einen ganz, ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüssi!